Moin und hallo, sagt wieder mal eure Tammy Maus. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute backen wir zusammen eine Toffifee-Torte, denn wir sind heute eingeladen zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch Svenja und herzlichen Glückwunsch Eike. Die Torte, die ich jetzt backe, die werden wir in 3 Stunden essen. Also werden wir uns ein bisschen sputen, denn das Ganze muss natürlich auch noch abkühlen. Ja, die Toffifee-Torte besteht aus einem kleinen Boden. Der wird nicht mit Mehl gemacht, sondern mit Nüssen, gemahlenen Nüssen oder Mandeln. Dann kommt eine Sahne auf den Boden, die besteht aus Sahne und Toffifee, die wir vorher zerkleinern. Und als Topping möchte ich gerne Toffifee nehmen, also ein paar Toffifee, die werde ich vierteln. Und dann ein paar geröstete Mandeln. Und damit fangen wir jetzt erstmal an. Wir werden ein paar Mandeln zerkleinern, die dann in der Pfanne anrüsten und die müssen dann ja auch erstmal abkühlen, bevor wir sie später dann auf die Sahne geben können. Aber ich rede jetzt gar nicht so viel, wir fangen einfach an, okay? So, ich habe hier noch so einen Rest Mandeln, davon nehmen wir jetzt 40 Gramm. Deckel schließen. So, die soll natürlich nicht zu sehr zerkleinert werden. Ich nehme jetzt mal 5 Sekunden, nein 4, 4 Sekunden Stufe 6. Ich schalte nach 2 Sekunden schon mal aus. Das hört sich nämlich genau richtig an. Der Thermi ist und bleibt einfach eine Wucht, oder? Spitze. So, jetzt haben wir hier so kleine Mandelstückchen. Meine Pfanne steht hier schon. In die Pfanne geben wir jetzt etwas Zucker, nur so, dass der Boden leicht bedeckt ist. Dann kommen drauf die zerkleinerten Mandeln. Bisschen verteilen. Jawohl. Na, kommt raus. So, und die werde ich jetzt gleich auf die Herdplatte, die werde ich jetzt gleich auf die Herdplatte stellen. Bitte immer mit dem Küchenfreund schön hin und her wälzen, denn jetzt sind sie noch hell und gleich sind sie schon schwarz. Also wirklich aufpassen beim Anrüsten, immer schön dabei stehen bleiben. Dauert auch nur 2-3 Minuten, wenn die Platte richtig schön heiß ist. Und dann, wie gesagt, sofort von der Sofort von der Herdplatte nehmen. Ich bin ein bisschen in Zeitdruck, deswegen habe ich, glaube ich, einen Knoten in der Zunge. Vergibt es mir. Wie gesagt, aufpassen. Jetzt sind sie noch hell, dann werden sie ganz schnell dunkel. Wenn ihr merkt, sie werden dunkel, sofort die Pfanne von der Herdplatte ziehen. Und dann passt das schon. So, das stellen wir jetzt erstmal zur Seite. Wir machen jetzt erstmal unseren Haselnussboden. Und zwar nehmen wir dazu 200 Gramm Haselnüsse. Und zwar 5 Sekunden, Stufe 10. Und dann schauen wir mal, was das geworden ist. Ich liebe den Thermi, ihr auch? Hammer, oder? Jetzt haben wir praktisch anstatt eine Grundlage für den Teig, und zwar kein Mehl, sondern Nüsse. Dann geht es weiter mit 125 Gramm Butter, weiche Butter. Kamera läuft noch? Ja. Nicht, dass mein Akku wieder leer ist. So, weiter geht's mit 4 Eier kommen dazu. Als nächstes Zucker, und zwar 80 Gramm. Ha, passt genau. Und ein Teelöffel Backpulver, ich habe hier noch so einen Rest. Das wird wohl ein Teelöffel sein, denke ich. So, dann haben wir auch schon alles drin. Deckel drauf.
Jetzt wird das Ganze verrührt und zwar 30 Sekunden, Stufe 5. So, das waren die 30 Sekunden. Geht bei mir immer ratzfatz, habt ihr bestimmt gemerkt. Ich lasse die Zeit dann immer schneller laufen. Dann könnt ihr nämlich die ganze Zeit dabei sein und müsst trotzdem nicht so lange warten. So, ich habe hier eine 26er Springform und habe sie diesmal nicht mit Backtrennmittel eingepinselt, sondern habe es einfach ausgelegt mit Backpapier. So sieht der Teig jetzt aus. Ist ein bisschen fester, der Teig. Aber ich habe ihn letztes Wochenende schon gebacken. So als Test praktisch. Und der ist super angekommen auf unser Vettern- und Cousinentreffen. Da habe ich gedacht, dann machst du den jetzt zum Geburtstag. Das passt. Zwischendurch kommen immer die Fragen, ob man da hängt zu viel am Messer fest. Gar kein Problem, einfach den Topf nochmal einsetzen. Kurz auf Stufe 10 und wieder zurück, dann schleudert das Messer frei. Dann schleudert der Teig praktisch vom Messer an die Mixtop-Wand und dann könnt ihr es gleich so mit dem Spaten entfernen. Da könnt ihr sehen. Damit ihr auch noch den kleinsten Rest rausbekommt. So. Dann werden wir das jetzt ein bisschen verteilen. Und dann kommt es gleich in den Backofen. Bei 170 Grad. Wir haben einen sehr flotten Ofen, muss ich sagen. Bei mir hat es letztes Mal 20 Minuten gedauert. Stellt mal bitte 170 Grad ein. Und dann so 20 bis 25 Minuten mit Augenkontakt bitte. Mit Sichtkontakt nennt sich das ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Pfanne ist jetzt richtig heiß. Zucker wird schon braun, Röstaromen entwickeln sich. Es riecht richtig lecker hier. Ich stelle die Platte schon mal ab. Wälze das Ganze nochmal. Und dann sind die gleich auch schon gut. So, fertig. Ich gebe sie jetzt auf einen Teller, damit sie schön auskühlen können. Weil sie ja später auf unsere Toffifee-Sahne kommen. Oh, es riecht schon richtig gut hier. So, ein bisschen auseinander machen, damit es schneller abkühlt. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Boden fertig ist. Bis gleich. Hallihallo, weiter geht's. Der Boden ist jetzt abgekühlt. Und jetzt zerkleinern wir die Toffifee, die wir für die Sahne brauchen. Ich habe 30 Toffifee eingefroren, beziehungsweise eine Stunde waren die im Kühlfach. Und meine drei Becher Sahne, also 600 Gramm, waren auch eine Stunde lang im Gefrierfach, sodass sie wirklich schön kalt ist. 9 von den Toffifee habe ich mit dem Messer in Viertel geschnitten. Die nehmen wir nachher noch als Topping obendrauf. Aber jetzt zerkleinern wir erstmal die Toffifee. Das heißt die 15 und die 6. Deckel. Und zwar zerkleinern wir die 5 Sekunden Stufe 10. Ich sehe jetzt gerade, da sind noch 2-3 große Stückchen drin. Ich gebe noch mal ein paar Sekunden nach. Also nicht 5 Sekunden, sondern ich würde sagen 8.
gleich mal in meinem Rezept. Also 8 Sekunden Stufe 10. Ja, jetzt sieht das so aus. Toffifee-Pulver haben wir jetzt. Jetzt geben wir dazu 3 Becher Sahne, also 600 Gramm insgesamt. Ein Päckchen Sahne steif. Und ich habe gedacht, so als Clou geben wir einen Teelöffel Kakao dazu. Das wäre es dann auch schon. Anstatt den Messbecher setzen wir jetzt das Garkörbchen drauf. Denn beim Sahneschlagen bekommen wir so mehr Luft unter die Sahne und halt von der Menge, ja, es wird halt fluffiger. Ja, Sahneschlagen und Thermomix ist ja immer so ein Ding. Der eine sagt 3 Minuten Stufe 3. Ich nehme jetzt Stufe 10 und lass den Thermomix so lange laufen, bis das Messer ins Leere läuft. Das hört ihr dann, es dauert ungefähr so, ja, es kommt auf die Sahne an, wie kalt die Sahne ist, wie viel Fett die Sahne hat. Ich stelle den jetzt einfach mal an und dann schauen wir mal, was passiert. Also einfach auf Stufe 10 und dann laufen lassen, bis das Messer ins Leere läuft. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, bei mir waren es jetzt 1 Minute und 31 Sekunden. Und nun schaut euch das mal an. Ist das nicht klasse? Toffifee-Sahne im Thermomix. Perfekt. Ich bin begeistert. So. Also keine Angst haben, Sahne schlagen im Thermomix funktioniert. So. Und jetzt verteilen wir das Ganze auf dem Boden und an der Seite des Bodens. Halt, stopp! Ich hab da was! Ich hab doch so einen tollen Drehteller! Tada! Jawohl! Dann ist das Ganze noch viel einfacher. So, dann nehme ich den jetzt mal dazu. Unebenheiten drin hat, ist das überhaupt gar kein Problem. Deswegen habe ich mir nämlich überlegt, machen wir ein Chaos-Topping. Das heißt, wir ordnen die Deko nicht schön an, sondern werfen sie einfach nur so drauf. Ich habe jetzt hier meine Toffifee, die ich einfach in Viertel geschnitten habe. Die kommen jetzt einfach so oben drauf. Werden so verteilt, ohne irgendwie eine bestimmte Anordnung zu haben. So. Und jetzt kommen unsere Mandeln, die wir vorher in der Pfanne angebräunt haben.
und ich fand, das sah total klasse aus. Und da ich sie letzten Sonntag schon gemacht habe, weiß ich jetzt auch schon, wie sie schmeckt. Und das Topping obendrauf ist total crunchy. Tja. Fertig. So ihr Lieben, das war das Video zur Toffifee-Torte. Ich hoffe, die Torte kommt gut an. Bei den Gästen gleich auf dem Geburtstag. Die kommt jetzt noch eine halbe Stunde in den Kühlschrank und dann gehen wir auch schon los, dann wird sie verschenkt und verspeist. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auf dem roten Button unter dem Video machen. Dazu müsst ihr angemeldet sein bzw. registriert sein, das ist ganz kostenlos. Und sobald ihr meinen Kanal dann abonniert habt, werdet ihr regelmäßig, wenn die Termimaus mein neues Video hat, informiert. Daumen hoch wäre natürlich auch wie immer toll. Aber bevor ich das Video jetzt beende, möchte ich noch ganz, ganz liebe Grüße senden an meine kleine Freundin Lara. Hallo Lara! Weißt du noch, wer ich bin? Ich kann mich noch genau an unsere erste Begegnung erinnern. Das war richtig süß. Grüß bitte auch ganz lieb deinen Bruder von mir, deine Mama und deinen Papa. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr. So ihr Lieben, das war das Video für heute. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, eure Tammy Maus. Tschüss.